Rotz. So. Kennst du meinen neuen Liebling schon? Ich meine, ich muss meine Haustiere Gassi führen. Ne? Das Maschinengewehr mit Raketenwerfer drunter. Geil. Aber ich gehe nochmal an die Bank, ich schau mal, was ich noch so bauen kann. Ich liebe das Bauen in diesem Spiel, ist einfach das Beste. Schwerer Standardrahmen. Was ist denn der Raketenwerfer? Überwachungs-Dingsbums. Echt? Oh, scheiße. Überwachungsladung. Überwachungsladen und dann gerichtete Spitze. Das ist hab so ich hart, alles was nicht. Ich hier. Ich finde das ultra gut. Ich habe aber dafür noch meinen Schrotzenflammenwerfer da drin. So. Gut, ich bin voll zufrieden. Ich schau gerade mal, was ich mir hier zusammenbaue. Ich habe keine Ahnung, was es wird. Ein Junge? Oh nee, das ist ja langweilig. Das ist ja echt langweilig. Nö. Und ich habe ganz viele Schuss. Das ist nicht so langweilig. Ja. Ich würde jetzt gerne weiterkommen. Ich möchte diese Waffe ausprobieren. Ich auch. Aber ich fürchte, ich habe jetzt eine total beschissene Ausrüstung dabei, aber egal. Funktioniert schon. Vor allem sind einfach mal drei von den Pistolen vorne drauf. Drei? Da? Ach du Scheiße, das ist ja billig meine Sache im Vergleich zu deiner. Schau mich mal ins Licht. Ich sehe es. Was du denn da Schönes? Das ist normale Pistole mit einem guten alten Umschmeißer. Und einem Säurebad. Ah. Sehr gut, Säurebad habe ich auch. So, wo zerlösen wir denn hin? Das will ich gerade schauen. Wollen wir nicht irgendwie. Sonde soll das erreicht werden. Okay. Und zum Versuchsobjektgebäude zurückkehren. Also dahin, wo wir gerade waren. Ja, war nicht klar, weil wir jetzt das. Wir sollen jetzt mal in Gedärmen wühlen. Finde ich gut. Das macht mir mal besonders viel Spaß. Ich habe keine Ahnung, wo das war. Ja, übers Waffenarsenal kommen wir dann wieder hin. Gut. Okay. Kann man wie die Fahrt überspringen? Schön wär's, ich glaube nicht. Aber die dauert schon recht lange. Aber dein Hinterkopf ist so schön. Die schaue ich mir gerne an. Ja, ich weiß. Ich finde meinen Hinterkopf auch richtig schön. Jeden Morgen. Ja, am liebsten würde ich jetzt gerade mal ein Foto von meinem totale Hinterkopf Billigwaffe in dir reinstecken. Ich glaube, bei der nächsten Bank muss ich erstmal wieder eine andere Waffe reinstecken. Ah ja. Ich habe hier noch den Thor's Hammer dabei. Finde ich gut, kann ich nur unterstützen. Ja, man braucht ja leider diese komische Bolzenkanone da. Stimmt, die müssen wir ja sowieso mitnehmen. Na gut, dann nehme ich die mit. Aber die ist eh cool. Vollkommen überpowered. Ja, die finde ich eigentlich auch schwer in Ordnung. So. Ich glaube, ich baue in meinen Thor's Hammer so ein Säurebad ein. So. Das hat was. So, hier lang müssen wir, glaube ich. Wenn das geht. Das ist eine Bank! Da. Nee, nicht schon wieder. Jetzt haben wir genug gebastelt. Ja, gut. Ich finde es aber, man muss auch permanent die Waffen einfach ausprobieren. Ich finde, das ist so ungefähr das Beste am Spiel. Ich finde das richtig, richtig gut. Gibt auch so wenig Shooter heutzutage, die noch coole Waffen haben. Die meisten haben 3000 verschiedene Sturmgewehre, 3000 verschiedene Schrotflinten und 3000 verschiedene Pistolen, 3000 verschiedene Scharfschützengewehre und naja. Und keins davon ist irgendwie so. Und ich finde dieses eigene Waffenbauen und Modifizieren, das liebe ich halt einfach. So. Er hat einfach auf seinem Armband Ziel stehen.
Ziel. Wo sind wir denn lang? Hier, bitte schießen. Ach, da. Man hört vor allen Dingen überall dieses Rumgekreische, ne? Ich höre immer nur dieses... Vor allem, du hast schon so eine komische Frau gesehen, die habe ich nicht gesehen. Ja, aber ich hab halt den Makel des Chaos. Ach, der schon wieder. Ach, da braucht man so eine Torgestange. Ah. Die hätten wir herstellen müssen. Naja. Komm her! Ich würde gerne irgendwo drauf schießen. Ich glaube, das werden wir gleich. Ja. Dann denken wir, wir noch eine wirklich. Bank finden vor dem. Wir müssen auf jeden Fall noch eine Bank vor dem Viech finden. Ich hoffe, das. Sonst können wir jetzt den ganzen Weg zurücklaufen, weil wir die Waffen ausrüsten müssen, diese Sonde. Hä, die habe ich schon. Die kann ich gar nicht abrüsten. Die habe ich. Ich konnte das die. Ist diese hier. Ich habe die nicht mehr dabei. Ja, aber ich habe sie. Ja, gut. Wird schon klappen. Außer den Raketenwerfer, bitte. So, wenn es in diesem Spiel kein Problem gibt, was ich nicht mit einem Raketenwerfer lösen kann, dann weiß ich auch nicht. Exterminatus. Genau, Exterminatus. Adäquate Lösung. Oh, wir spielen gleich Space Hulk. Space Hulk habe ich nicht. Nein, ich meine, wenn wir das Viech reingehen, da kommen dann bestimmt gerade andere Viecher und so und Space Hulk. Okay, ich hab satt, mich hier so, stimmt. Danny hat Schiff. Wir können uns eins nehmen und abhauen. Wenn Ihnen was an Ellie liegt, tun Sie es. Für Sie haben Sie nicht zugehört? Wir sind die einzige Hoffnung, die Menschheit zu retten. Es gibt keine Hoffnung, Isaac. Wir können nur hoffen, zu überleben und von diesem Planeten zu verschwinden. Ach komm, die Viecher machen doch nicht viel. Außer Sperren. Hast du das auch gerade gehört? Ja. Ich weiß immer nicht, was du hörst und was nur ich. Ja, das ist cool und blöd zugleich. Naja, finde ich eigentlich ganz cool gemacht so. Auch, dass du da hinten diese Frau gesehen hast angeblich. Alles wird gut. Don't panic. Push the button. Ah. Push the button. Weißt du, was wir vergessen haben? Was denn? Ein Handtuch. Ein Handbuch? Handtuch. Ach so, stimmt. Ein Handtuch. Du brauchst immer ein Handtuch. Oh, ich werde gleich stehen wieder in der Mitte. Ich habe ja tatsächlich immer eins im Auto. Ernsthaft? Ja. So, da ist übrigens was. Eine Bank. Der steht nicht mehr auf. Was hast du schon wieder geschossen? Ich schmeiß einfach nur so. Ach so, dann haben wir. Nein, ich will jetzt nicht schon wieder in die Bank. Ich bin zufrieden. Ja, du hast deine Maske nicht dabei, ne? Und so. Meine Maske nicht? Oh, auf Steam gibt's gerade Payday 1 kostenlos. Boah, die zieht ja gar keinen Schaden, die Kanone hier. Welche? Ups. Ups. Ja, auf mir sind so ganz viele kleine Viecher gewesen. Ja, bei mir auch. Gewesen. Die hab ich überhaupt nicht gesehen. Ich höre noch mehr! Mein Ohr juckt. Du schießt vor allen Dingen einfach in die Wand gegen. Ja, ich hab's gemerkt. Ich hätte eigentlich gerechnet, dass man da durchschießen kann. Ja. Offensichtlich geht das nicht. Das war nochmal Stasepack C, ne? Stasepack? Ja, ich glaube schon. Aber ich glaube, ich muss sagen, ich finde Dead Space 3 bisher gar nicht so schlecht, so wenn man das. Also wenn man das Gesamtpaket sieht mit Dead Space 1, 2 und 3. Ja, den zweiten habe ich noch gar nicht gespielt, den ersten habe ich noch nicht durch. Der erste ist ja. Also ich fand den ersten ganz ziemlich gruselig teilweise schon. Das war er auch, aber ich fand das ja gerade das Coole. Ich habe es bis Kapitel 17 oder 18 geschafft. Kurz vorm Endkampf und dann habe ich irgendwie meinen Rechner neu entzählt und wieder meine Safe Games verloren. Verreck! Wir putzen!
so machen. Spürt den Zorn Thors! Das mit Säure ist echt cool. Aber es verfrisst so viel Muni, weil es kaum Schaden macht irgendwie. Das Ding hier. Aber es ist geil. Das ist halt ein Sturmgewehr. Hier müssen wir lang. Hier gibt's noch was. Wolfram! Was? Wolfram? Ja, Wolfram ist eine Ressource. Geil, eine Ressource. Ja, die hat mir mal gefehlt, um das Ding hier zu bauen. Das sieht schon krass aus. Hey Leute, bin wieder da. Gott sei Dank. Gehen wir in dieses Ding rein, bevor ich die Nerven verliere. So, was muss gemacht werden? Auf dem oberen Steg ist auf jeder Seite eine Harpunenkanone. So haben sie vielleicht den Bauch geöffnet. Sehr schön. Ich gehe hoch. Ich frage mich, ob das dem Viech so gefällt, wenn wir ihm jetzt den Bauch öffnen. Ich finde das irgendwie eine beschissene Idee. Wir müssen in die andere Richtung. War irgendwie klar, oder? Eigentlich schon. Eigentlich schon. Da ist schon wieder eine Bank. Ja, da klettert gerade ein Sucherbot rein. Ist ja süß. Klettert da rein? Ja, da ist unten so ein Tor und ist aufgegangen. Da ist er so, ich geh jetzt mal rein. Wie so eine Katzenklappe. Meiner ist glaube ich noch gar nicht da. Meine sind beide da. Die mal abgeholt. Doch, beide da. Die finde ich so ultra süß. Kann man nicht noch einen Sucherbot bauen? Ich glaube, man findet nur zwei. Gut. Weil ich die jetzt im Gameplay halt mal so gar nicht zuträglich finde. Hätten sich, also rein vom Gameplay hätten sich die Dinger auch einfach sparen können. Stattdessen einfach so, dass man mehr Ressourcen kriegt, ja. Irgendwie, ich weiß nicht, wie. Mach doch mal Party im Aufzug. Ich wollte nur gucken, ob ich den Explosionsverstärker aufschlanzen kann schon. Warte, ich habe noch Sucherbots, die ich wegsetzen will. Die sind echt niedlich, oder? Yep. Ja. Ich will sowas als Figur haben. Sehr cool. Oder, aber es gibt doch diese Staubsauger. Roboter. Nee, schon. Der muss einfach nur die ganze Zeit einfach so hin und her fahren. So piepen. Ja, aber das ist, wenn man auf dem Zimmer saugt, wäre das nicht schlecht. Oh. Nein. Ach, der lebt immer noch. Ja, nimm mal lang. Hey, der Sucherbot ist mit dem Aufzug hinterher gefahren. Ernsthaft? Bei mir ist hinten einer. Ah, siehst du den? Ja. So, jetzt müssen wir beide an eine Seite, ne? Weiß ich nicht. Ich denke schon. Ich gehe mal rechts. Mal auf die Seite. Oh, das sieht schon medizinisch aus. Hm. Aktivieren. Wie? Ja, E drücken. Achso, da. Bildschirm. Hast du? Ja. Ich möchte bezweifeln, dass das Vieh das unbedingt geil findet. Ich bezweifle es auch. Ist es wieder zugegangen? Nee. Aber es sieht krass aus. Isaac, Sie müssen mit dem Käfig zur Öffnung rüber. Kannst du uns helfen? Ich gehe rein. Sie müssen nur den Käfig rüber zur Öffnung steuern. Wenn sie sagen, gehen sie in den Käfig. Ich hoffe, unsere Anzüge sind säuresicher. Säurefest. Ah. Die Körperhöhle betreten. Ist das jetzt eigentlich schon... Nein. Noch bewegt sich's wenigstens nicht, das heißt, es könnte... Aber ich kann mich gerade nicht bewegen. Ja gut, wir sind alle tot und eingefroren. Ich glaube, er lässt uns jetzt einfach fallen, oder? Da würde er wahrscheinlich mit. Er ist einfach weg. Nö, bei mir hat er den Hebel betätigt. Suchen Sie mit dem Sensoraufsatz der Waffe nach einem Nervenmesh. Er sollte Ping machen, wenn Sie nahe dran sind. Und dann? Ping! Ich schätze, dann schießen Sie eine Sonde rein. Meine Telemetrie sollte aufleuchten und wir wissen, wo die Maschine ist. Endlich was Simples, oder?
genau. Ich find's gut, ich find die Idee super. Vor allem mit den Helmvisier, weil deins. Anatomie für Fortgeschrittene. Meiner macht gar nicht so einen coolen Bodenbeleuchtung, dein Helm aber schon. Okay, ich ziehe ja, ich bin halt cool. Und frage den Ping. Klingt gar nicht so schwer. Es hat hier schon jemand aufgespannt, alles. Die sind nicht die Ersten hier im Innern des Wesens. Ja, da so kommt man nicht durch. Wir müssen ja auf den Ping achten. Wo der stärker wird. Bin mir aber echt nicht sicher, wo er stärker wird. Bei mir. Ich höre einen Herzschlag. Das Viech lebt noch.